einmal bitte kurz abreißen, wir sind in Deutschland oder glaubt ihr, wir dürften in diesen Ländern unsere Weihnachtsbeleuchtung aufhängen dürfen? Also dein Satzbau ist wirklich eine komplette Katastrophe, ja, geh mal wieder zurück, die Schulbank drücken, ja, und lern mal bitte richtig Deutsch, bevor du hier mit mir sprichst, ja, wer bist du eigentlich, woher nimmst du dir das Recht raus? So, Punkt Nummer zwei ist, ich weiß nicht, was bei dir falsch gelaufen ist, woher du deine Informationen hast, aber da fehlt auf jeden Fall ein Intelligenzquotient, da fehlt was in der Synapse, die Synapsen laufen nicht richtig, funktionieren nicht richtig bei dir. Du behauptest und bist der Meinung, ja, dass man in unseren Ländern, ja, also du meinst wahrscheinlich muslimischen Ländern, keine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen dürfte. Das sind Fake News, ja, und ich werde dich jetzt hier widerlegen, ja, und danach hast du keine Argumente mehr. So, hier sieht man zum Beispiel ganz eindeutig, ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen riesen Weihnachtsbaum. In diesem Land herrscht die Scharia, okay, so, und die Leute feiern hier Weihnachten, das ist auch kein bearbeitetes Bild, das könnt ihr alle googeln. Und deswegen, werf nicht mit falschen Behauptungen um dich, ja, weil sonst widerlegen dich die Leute zerlegen. Schönen guten Morgen. Heute um 17 Uhr wollen wir miteinander reden, was es Neues gibt bei mir in der Politik, warum ich ein Bart habe, wie der Urlaub war, was ich da gegessen habe, aber vor allem, wie es in der Politik weitergeht nach dem schlimmen Attentat von Solingen. Ich freue mich auf das Gespräch. Und hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Was mich immer wieder berührt und begeistert, aber auch anspornt, ist die Kraft der Menschen, auf die ich treffe, in den unterschiedlichen Situationen. Einige machen sich Sorgen, einige sind gerade erleichtert, andere haben es hinter sich und blicken voller Enthusiasmus in die Zukunft. Aber insgesamt sieht man, dass es die Menschen sind, die das Land nach vorne bringen und für die noch. Für eins entscheiden. Die FDP bei der nächsten Bundestagswahl unter 5%. Aber du darfst ein Jahr lang nicht Fahrrad fahren oder die FDP bei 8%, aber du hast auf zauberhafte Weise dreimal die Woche 2 Stunden Zeit, um im Saarland mit deinem Fahrrad umzudüsen. Oh Gott, nee, das möchte ich nicht entscheiden. Das ist zu schwer. Weil ein Jahr nicht Fahrrad fahren, das wäre für mich echt richtig ein Problem. Also ich brauche den Sport als Ausgleich, auch um die FDP zu versenken. Aber sie nicht mehr im Bundestag, das wäre schon Anreiz. Lieblingsdeutschsprachiger Musiker. Wir sind bei uns in der Familie generationsübergreifend Udo Lindenberg-Fans. Und wir gehen ganz regelmäßig zu Konzerten. Und was ist dein Lieblingslied von ihm? Mein Vater mag eher so die Wende-Songs, Sonderzug nach Pankow und sowas. Ich finde die noch älteren Lieder noch besser. Andrea Doria zum Beispiel, super Song. Was ist dein absolutes Lieblingsessen? Kohlrouladen mit Kümmel dran. CDU hat die Gespräche über eine gemeinsame Asylpolitik scheitern lassen. Sie läuft damit vor ihrer Verantwortung für unser Land davon. Die Gründe, die die CDU für das Scheitern nennt, sind nicht glaubwürdig. Nichts von dem, was die CDU heute fordert, hat sie unter ihrer eigenen Bundesregierung, als sie die Regierung stellte, umgesetzt. Nichts von dem, was angeblich jetzt ganz einfach ist, haben frühere CDU-geführte Bundesregierungen für rechtlich möglich gehalten. Wir fordern die CDU auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Lösungen im Interesse unseres Landes zu suchen. Denn ansonsten bleibt ein Verdacht stehen. Der CDU geht es nicht um die Lösung eines Problems. Der CDU geht es darum, für sich ein politisches Thema zu erhalten. Und dafür ist die Sache zu ernst. Hallo an alle miteinander. Ich habe viele Kommentare gelesen und einige waren ein bisschen enttäuscht, dass das jetzt nicht klappt mit der Kanzlerschaft. Ich kann nur eines sagen, erstmal ganz herzliches Dankeschön für die viele Aufforderungen und die Kommentare. Aber ich bin echt damit fein,
Wir kriegen es hin, wir werden die Ampel ablösen und ich mache dabei mit, ich helfe dabei sehr mit als Ministerpräsident von Bayern und als Parteivorsitzender auch für ganz Deutschland. Und wir bleiben weiter gemeinsam mit der Community. Danke für alles und jetzt geht's erst richtig los. Ich freue mich.